Das kurfürstliche Palais. Ab etwa dem Jahr 1000 residierten die Erzbischöfe von Trier in den Resten der Palastaula, die der römische Kaiser Konstantin der Große Anfang des 4. Jahrhunderts hatte bauen lassen. Zur Verteidigung hatten die Bischöfe die Basilika im Lauf der Zeit zur Burg ausbauen lassen. Die nördliche Apsis wurde zum Bergfried umfunktioniert. Als sich Anfang des 16. Jahrhunderts immer mehr deutsche Fürstbischöfe prächtige Residenzen bauen ließen, entstand unter den Bischöfen ein regelrechter Konkurrenzkampf. Obwohl eigentlich dem Armutsgebot verpflichtet, wollte jeder kirchliche Würdenträger seinen Kollegen an Prunk übertreffen. Das Volk konnte derweil hungern. Kurfürst Johann VII. Von Schönenberg wollte bei diesem Wettstreit mitmachen und plante gleichfalls ein Renaissanceschloss. Zunächst ließ er Wohnhäuser im Umfeld der Basilika abreißen. Bevor der Grundstein gelegt war, starb er. Erst unter seinem Nachfolger, Kurfürst Lothar von Metternich, begannen 1615 die Arbeiten am neuen Schloss. Geplant waren ein vierflügeliges Hochschloss mit den Wohn- und Repräsentationsräumen und ein sich nördlich daran anschließendes Niederschloss mit den Wirtschaftsgebäuden. Dabei sollten die verbliebenen Reste der antiken Basilika vollständig abgerissen werden. Offensichtlich waren die römischen Ziegelmauern auch nach 1300 Jahren so robust, dass man sie nur mit großem Aufwand hätte schleifen können. Aus Kostengründen wurde auf das Niederreißen der Mauern verzichtet. Als von Metternich 1623 starb, war nur der Nordflügel vollendet. Erst unter Kurfürst Philipp Christoph von Sötern konnte das Hochschloss fertiggestellt werden. 1629, während des Dreißigjährigen Kriegs, wurde die Residenz von Trier nach Koblenz verlegt. In Kriegszeiten schien die Nähe von Trier zu Frankreich zu gefährlich. Die Residenz stand daraufhin für 130 Jahre faktisch leer. 1756 erhielt Johannes Seitz, ein Schüler des berühmten Barockbaumeisters Balthasar Neumann, den Auftrag, den Südflügel im Stil des Rokoko auszubauen. Die Pläne wurden allerdings nie ganz verwirklicht. Vollendet wurden nur der repräsentative Saal im Obergeschoss und die verspielte Treppenanlage. Da nur einige wenige Räume im Schloss eingerichtet waren, nutzten die Erzbischöfe die Residenz nur gelegentlich. Das Ende als kurfürstliche Residenz kam 1794 mit der Besetzung von Trier durch französische Revolutionstruppen. Ab 1803 belegten die französischen Besatzer das kurfürstliche Palais als Kaserne. Auch nachdem preußische Truppen Trier erobert hatten, blieb das Palais Kaserne. Unter den Preußen rächte sich, dass man das kurfürstliche Palais auf Kosten der Konstantinbasilika erweitert hatte. König Friedrich Wilhelm IV. Entschied, dass die Basilika in ihren ursprünglichen Dimensionen wieder aufgebaut werden muss. Dafür musste der Westflügel des Palais komplett abgerissen werden. Der Südflügel wurde verkürzt, sodass die Basilika wieder teilweise freistand. Neben der majestätischen Basilika wirkt das Rokokoschloss wie eine bessere Puppenstube. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.